ist denn das, Igitta? Ist ja alles voll Schlamm. Naja, ich will mir eine Schlammburg bauen. Du willst dir eine Schlammburg bauen? Ja, dieses Schloss gehört ja dir. Und ich will auch eins. Und naja, Ziegel weiß ich nicht, wo ich sie herkriege. Schlamm gibt's vor der Tür. Schau, ich habe einen ganzen Batzen mitgebracht. Daraus baue ich mir jetzt eine Burg. Katakalo, wo hast du denn das schon wieder her? Die Kinder drüben haben mir vom Urlaub erzählt. Die haben auch eine Schlammburg gemacht. Ich glaube, die haben eine Sandburg gemacht. Schlamm, Sand, Wurscht. Ich mach's mir aus dem braunen Ding da. Aber Schlamm, eine Burg in der Burg. Außerdem aus diesem kleinen Teil da. Oh, ist das gatschig. Kannst du dir doch keine Burg bauen. Hast du gerade deinen Finger am Sessel abgewischt? Ja, das war jetzt ein Reflex. Ich wollte das nicht. Jetzt ist mein Polster auch ganz schmutzig. Katakalo, kannst du das dann nach draußen befördern? Schau mal, deine Pfoten, überall sind Pfotenabdrücke. Ich sehe schon, wo du reingekommen bist. Ja, okay, dann baue ich halt die Schlammburg draußen weiter. Was heißt weiter? Ja, da steht ja schon ein gutes Stück. Du hast draußen schon mit einer Schlammburg begonnen? Ja, ich bin doch kein fauler Kater. Kannst du mir dann helfen? Ich helfe dir sehr gerne, mein süßer, süßer Kater. Aber was hältst du davon, wenn wir zuerst eine Geschichte lesen? Ja, bitte, bitte, bitte. Ich mach's mir schon gemütlich. Ja, mach's dir ganz gemütlich. Kinder, macht es euch auch gemütlich. Die Geschichte heißt Tölpel Hans. Draußen auf dem Land lag ein alter Hof, der einem alten Gutsherrn gehörte. Dieser hatte zwei Söhne, die so winzig waren, dass die Hälfte genügt hätte. Sie wollten um die Tochter des Königs freien und das durften sie, denn die Prinzessin hatte kundtun lassen, dass sie denjenigen zum Ehemann nehmen wolle, der am besten reden könne. Die beiden bereiteten sich 8 Tage vor. Mehr Zeit hatten sie nicht, aber das war genug, denn sie hatten Vorkenntnisse und die sind immer nützlich. Der eine wusste das ganze lateinische Wörterbuch und 3 Jahrgänge der Stadtzeitung auswendig, und zwar sowohl vorwärts als auch rückwärts. Der andere kannte alle Bestimmungen der Zunftordnung und was jeder Zunftmeister wissen muss. Nun könne er über den Staat mitreden, meinte er, und außerdem verstand er sich auf die Kunst, Hosenträger zu besticken, denn er war fein und hatte geschickte Finger. »Ich krieg die Königstochter«, sagten beide, und deshalb schenkte ihr Vater jedem ein prächtiges Pferd. Der, welcher das Wörterbuch und die Zeitung auswendig konnte, bekam einen pechschwarzen Rappen. Der, welcher gescheit wie ein Zunftmeister war und stickte, bekam einen milchweißen Schimmel. Und dann schmierten sie sich die Mundwinkel mit Lebertran ein, damit sie geschmeidig würden. Alles Gesinde war unten am Hof, um zu sehen, wie sie sich aufs Pferd schwangen. Da kam unerwartet der dritte Bruder, denn sie waren 3, aber niemand zog ihn als Bruder in Betracht, weil er nicht so gelehrt war wie die anderen, deshalb nannten sie ihn Tölpelhans. »Wo wollt ihr hin im Sonntagstaat?«, fragte er. »Zum Hof des Königs, um uns seine Tochter zu erschwatzen. Hast du nicht gehört, was im ganzen Land ausgetrommelt wird?« Und nun erzählten sie es ihm. »Potzblitz, da muss ich ja dabei sein«, sagte der Tölpelhans, und die Brüder lachten ihn aus und ritten davon. »Vater, gib mir ein Pferd«, rief der Tölpelhans. »Ich krieg so Lust zum Heiraten. Nimmt sie mich, dann nimmt sie mich. Nimmt sie mich nicht, so nehm ich sie trotzdem.« »Dummes Geschwätz«, sagte der Vater. »Dir geb ich kein Pferd. Du kannst ja nicht reden. Nein, deine Brüder, das sind Prachtkerle.« »Wenn ich kein Pferd krieg«, sagte der Tölpelhans, »dann nehm ich den Ziegenbock. Der gehört mir. Der kann mich gut tragen.« Dann setzte er sich rittlings auf den Ziegenbock, stieß ihm die Hacken in die Weichen und jagte auf der Landstraße dahin. Hui, wie das ging! »Hier komm ich«, rief der Tölpelhans, und dann sang er, dass es weithin zu hören war. Aber die Brüder ritten ganz ruhig voraus. Sie sprachen kein Wort, denn sie mussten sich alle guten Einfälle überlegen, die sie anbringen wollten, und deshalb mussten diese ausgeklügelt sein. »Hallihallo«, rief der Tölpelhans, »hier komm ich, seht, was ich auf der Landstraße gefunden habe.« Und dann zeigte ihnen eine tote Krähe. »Tölpel«, sagten sie, »was willst du mit der?« »Die schenke ich der Königstochter.« »Ja, tu das«, sagten sie, lachten und ritten weiter. »Hallihallo, hier komm ich, seht, was ich gefunden habe, das findet man nicht alle Tage.« Die Brüder drehten sich abermals um, damit sie sehen konnten, was es wäre. »Tölpel«,
sagten sie, das ist ein alter Holzschuh, von dem das Oberteil abgegangen ist. Soll die Königstochter den auch haben? Soll sie, sagte der Tölpelhans, und die Brüder lachten und ritten und kamen weit voran. Hallihallo, hier bin ich, rief der Tölpelhans. Nein, es wird immer schlimmer. Hallihallo, das ist ja unbeschreiblich. Was hast du wieder gefunden, fragten die Brüder. Oh, sagte der Tölpelhans, das ist nicht zu sagen. Wie wird sie sich freuen, die Königstochter? Pfui, Teufel, sagten die Brüder, das ist Schlamm, der aus dem Graben kommt. Ja, freilich, sagte der Tölpelhans, er ist von der feinsten Sorte, man kann ihn gar nicht halten. Und dann füllte er seine Taschen damit. Aber die Brüder ritten, was das Zeug hielt, und so kamen sie eine Stunde früher an und hielten am Stadttor. Hier bekamen alle Freier Nummern in der Reihenfolge ihrer Ankunft, und dann mussten sie sich in Reih und Glied aufstellen, 6 in jede Reihe und so dicht, dass sie die Arme nicht bewegen konnten. Und das war sehr gut, denn sonst hätten sie einander wohl die Kleider in Fetzen gerissen, bloß weil der eine vor dem anderen stand. Alle übrigen Bewohner des Landes standen ums königliche Schloss herum, bis dicht an die Fenster heran, um zuzuschauen, wie die Königstochter die Freier empfing. Und kaum, dass einer von ihnen in den Saal trat, verschlug sie ihm die Rede. »Taugt nichts«, sagte die Königstochter, »weg damit!« Dann kam der Bruder an die Reihe, der das Wörterbuch auswendig konnte. Aber das hatte er ganz und gar vergessen, weil er so lang in Reihe und Glied stehen musste. Und der Fußboden knarrte und die Decke war aus Spiegelglas, so dass es sich selber am Kopf stehen sah. Und an jedem Fenster standen 3 Schreiber und ein Zunftmeister. Und jeder schrieb alles auf, was gesagt wurde, damit's gleich in die Zeitung käme und für 2 Groschen an der Ecke verkauft werden konnte. Es war entsetzlich. Und zu allem hatten sie noch so stark geheizt, dass der Ofen glühte. »Hier ist eine furchtbare Hitze«, sagte der Freier. »Das kommt daher, weil mein Vater junge Händchen brät«, sagte die Königstochter. Puh, da stand er nun, denn diese Rede hatte er nicht erwartet. Er brachte kein Wort heraus, obwohl er gerne etwas Lustiges sagen wollte. »Taugt nichts«, sagte die Königstochter, »weg damit«, dann musste er aus dem Saal. Nun kam der zweite Bruder. »Hier ist eine fürchterliche Hitze«, sagte er. »Ja, wir braten heute junge Hähnchen«, sagte die Königstochter. »Wie be was?«, sagte er, und alle Schreiber schrieben »wie be was?« »Taugt nichts«, sagte die Königstochter, »weg damit!« Nun kam Tölpelhans. Er ritt auf dem Ziegenbock geradewegs in den Saal. »Das ist eine glühende Hitze hier«, sagte er. »Das kommt daher, weil ich junge Hähnchen brate«, sagte die Königstochter. »Das passt gerad«, sagte Tölpelhans. »Dann kann ich mir wohl eine Krähe mitbraten.« »Kannst du gern«, sagte die Königstochter. »Aber hast du denn auch was, worin du sie braten kannst? Denn ich habe weder Topf noch Pfanne.« »Aber ich«, sagte Tölpelhans, »hier ist ein Kochgeschirr mit zinnernem Henkel.« Und dann zog er den alten Holzschuh hervor und legte die Krähe hinein. »Reicht für eine Mahlzeit«, sagte die Königstochter, »aber wo kriegen wir Soße her?« »Die habe ich in der Tasche«, sagte Tölpelhans, »ich habe so viel, dass ich sogar etwas davon wegwerfen kann.« Und dann schüttete er ein wenig Schlamm aus der Tasche. »Das gefällt mir«, sagte die Königstochter, »du kannst antworten und reden. Dich will ich zum Ehemann. Aber weißt du auch, dass jedes Wort, das wir sagen und gesagt haben, aufgeschrieben wird und morgen in die Zeitung kommt? An jedem Fenster siehst du 3 Schreiber und deren Zunftmeister stehen, und dieser alte Zunftmeister hier ist der Schlimmste, er kann nichts verstehen.« Das sagte sie aber nur, um dem Tölpelhans Angst einzujagen, und die Schreiber kicherten alle und spritzten einen Tintenklecks auf den Fußboden. »Der alte Zunftmeister scheint mir der Rechte zu sein«, sagte Tölpelhans, »da muss ich ihm also das Beste geben.« Und er stülpte seine Taschen um und warf ihm den Schlamm ins Gesicht. »Hast du fein gemacht«, sagte die Königstochter, »das hätte ich nicht tun können, aber ich werde schon noch lernen.« Und so wurde Tölpelhans König, bekam eine Frau und eine Krone und saß am Thron. Doch das haben wir aus der Zeitung, und auf die ist kein Verlass. »Na, seht ihr, der ist König geworden, weil er Schlamm in den Taschen hatte. Und mich lasst die Märchenfee nicht mal mit Schlamm gatschen.« »Na, also das stimmt jetzt ja nicht. Ich lass dich sehr gerne gatschen, das weißt du. Aber bitte draußen auf der Wiese und nicht im Schloss auf meinem schönen Tisch. Okay, Kater Carlo?« »Ja gut, dann werden dich ja wohl die paar Fußtatzenspuren, Bratzenspuren, die ich durch den ganzen Flur gezogen habe, nicht stören, weil die sind ja
draußen. Katakalo, wie schlimm schaut der Flur aus? Eh nicht so schlimm. Wenn du mich so ansiehst, Katakalo, kann ich mir die Bescherung schon vorstellen. Ja, vielleicht ein bisschen schlimm, weil ich bin ja dann gelaufen, sie so, und hab das ein bisschen verteilt. Ja, Katakalo, dann weißt du, wo ein Wischmopp ist und machst das jetzt ganz schnell sauber. Oh Jägerle, da habe ich ja noch viel zu tun. Na ja, Kinder, bis bald, hier Schloss Märchenfee. Ich gehe mal Flur verschmutzen. Bussi, Baba. Hey, hallo, ihr seid ja schon da oder noch da oder wieder da oder kurz da oder vorher da oder nachher da oder immer da. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, liebe Leute, groß und klein, schaltet euren Kanal jetzt ein. Was? Euren Kanal? Ja, habe ich ja gesagt, liebe Leute, groß und klein, schaltet meinen Kanal jetzt ein. Ja, schon besser, Katakalo. Was willst du damit sagen? Naja, es ist einmal Zeit, allen, die schon abonniert haben, ein riesengroßes Katzen-Katakalo-Geschichten-Bussi zu schicken und Danke zu sagen. Und allen, die meinen Kanal gern anschauen, aber nicht abonnieren, warum macht ihr das denn nicht, ihr kleinen Würstels? Jetzt gebt's mir doch einmal ein Abo-Bussi und dann kriegt's auch eins von mir. Ach Mann, bin ich schon wieder aufgeregt. Also bitte Leute, abonniert mich, schaut's vorbei, gebt's mir ein Like und wisst, was ich auch noch gern hätte? Vielleicht schreibt ihr mir ja mal was in die Kommentare. Katakalo, seit wann kannst du lesen? Na, kann ich eh nicht. Du lässt mir vor. Okay. Aber nur liebe Sachen, weil böse Sachen mag ich nicht. Das ist dann fast wie das gemeine Mäusevolk. Mag ich auch nicht. Wasser mag ich auch nicht. Schiere Kommentare mag ich auch nicht. Also nicht vergessen. Anschalten, einschalten, umschalten nicht. Nur einschalten, anschalten, dranbleiben, drinbleiben und Abo da lassen. Muah.